Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Arc Age. So, ich stehe ja hier noch beim Schweinchenaufzuchtbereich. ich möchte euch jetzt zeigen. Nanu, was ist denn jetzt los? Was ich noch für einen Mount habe. Übrigens, wie ihr das Interface ausblendet, das könnt ihr in Optionen bei der Tastaturbelegung hier irgendwo. Ich weiß das gerade selber nicht. Also irgendwo bei den Tasteneinstellungen könnt ihr das nachschauen. Heißt, glaube ich, UI verbergen oder sowas in der Richtung. So. Also, ich habe noch ein paar Sachen. Ich hatte jetzt noch eine Truhe eben aufgemacht und habe ich noch ein paar Sachen rausbekommen, die doch deutlich besser sind als die, die ich aktuell trage. Nämlich zum einen die prächtigen Stahlwinderstiefel. Okay, ich glaube, die sind auch so bläulich. Dann haben wir einen Gürtel, da haben wir noch gar keinen. Doch, wir haben einen Gürtel. Aber wir haben jetzt noch den Stahlwinder-Gürtel bekommen. Und die Stahlwinder-Kniehose, die man sowieso nicht sieht, weil da mein Röckchen drüber ist. Da muss ich hier zwischen die Beine gucken. So, und ich sehe gerade, wir haben hier noch eine Geldbörse des Farmers. Die können wir noch eben aufmachen. So, und ich habe jetzt ja noch ein Pet. Das hatte ich mir ja, wie gesagt, schon gekauft. Und zwar ist das Herr Hoppel. Den gab es zum Oster-Event. Ach, den muss ich gar nicht aufziehen. Den habe ich schon so. Den gab es zum Oster-Event und ist der nicht süß? Ist der nicht süß? Ist der nicht cute und flauschig und überhaupt? Und oh, der ist so süß. Ich guck mal, wie der mit der Nase wackelt. Das ist so knuffig. Das ist so süß. Ei, total knuffig. Ja, die konnte man... Oh, wie er sich das Öhrchen putzt. Oh, oh. Oh Gott, ist der süß. Oh, ist der fluffig. It's so fluffy. It's so fluffy. Oh Gott, ist der... Ach, die Zunge hängt raus. Nein, also den konnte man zu Ostern kaufen. Es gab noch einen rosanen Hasen und es gab irgendwas mit Koralle, hieß die, glaube ich. Und Miss Mümmel, so ein hellbrauner Hase, die gab es für echt Geld im Shop zu kaufen. Also und Herr Hoppel auch für echt Geld. Das hier ist jetzt, wie gesagt, Herr Hoppel. Und dann gab es noch, jetzt hätte ich fast gesagt Royal Canin, aber das ist ein Tierfutter. Irgendwas Königliches vom Namen her. Ein total cool weiß-schwarzes Kaninchen mit so schwarzen Herzchen auf der Seite. Den hat man aber nur für Loyalitätspunkte aus dem Loyalitätspunkte-Shop bekommen. Schweres Wort. Und diese Punkte bekommt man ja nur als zahlender Stammspieler. Und da ich das eben nicht war, konnte ich mir den nicht holen. Ansonsten hätte ich mir wahrscheinlich den vom Aussehen geholt. Aber ist Herr Hoppel nicht niedlich? Total süß. Jetzt will ich doch mal gucken, wie sieht es denn aus? Ah, das ist voll knuffig. Ja, und für den habe ich auch schon Ausrüstung. Die war direkt dabei. Und zwar einmal den goldenen Tic-Tac-Zylinder. Der sieht so aus. Ah, hast du ein Löcher in den Öhrchen? Nö, das ist nur so irgendwie eine Dekoration. Und den schwarzen Blazer-Kaninchensattel. Dann sieht der halt so aus. Ist das nicht total Hammer? Ich muss den mal irgendwie laufen lassen und dann mal so... Oh, ist das nicht süß? Ist das nicht süß? Ich liebe dieses Mount jetzt schon. Ich werde es mit Sicherheit viel, viel häufiger reiten als das Wildschwein. Auch wenn das Wildschwein auch cool ist. Was der dann noch so für Skills hat, ich würde sagen, das gucken wir uns dann mal an, wenn er die lernt. Jetzt werden wir erstmal relativ flott und begeben uns runter zum Wasser. Hui! Platsch! Wie er rückwärts läuft! Oh! Das ist auch cool, so dieser Kameraeffekt, dass ich hier, wenn ich unter Wasser bin, dass dann beim Auftauchen so das... Oh! Der keilt quasi aus. Das ist einfach nur so cool. Na, komm mit. Komm. Ja, fein. So, das sind diese Teile, diese Feenblätter, die wir essen sollen, um diese Vision zu bekommen. Ist dir Jinga aufgefallen? Er war so fröhlich, als er hier ankam. Jetzt ist er so still. Echt komisch. Wenn er besoffen ist, labert er von einer Frau, einem Kind, Familie. Dann haut er ab. Und ist wieder still. Moment, Familie? Hat er doch nicht. Er lebt und arbeitet allein. Hat weder Frau noch Kind zu Hause. Vielleicht sind das nur Flausen, keine Ahnung. Sobald er trinkt, redet er jedenfalls davon.
Hey da! Diese Felsblöcke bauen sich nicht von selbst ab. Schon gut, los geht's. Jinga heißt er also. Er hat von Frau und Kind geredet. Okay. So. Also ich werde mir jetzt, glaube ich, Herr Hoppel mal hier unten reinziehen und das Wildschweinchen erstmal wegpacken. So. Wo müssen wir denn jetzt hin? Wir müssen darauf. Weit haben wir es ja nicht. Oh, das ist so cool. Das ist so cool, das Häschen. Das mag seltsam klingen, aber kennst du einen Ort, an dem Zwerge riesige Gesichter aus dem Stein geschlagen haben? Ich saß gerade eben in einer Vision, aber ich weiß nichts über... Bei Shartigons Bad. Hast du gerade ein verdammtes Feenblatt gegessen? Das wird dich noch den Verstand kosten. Natürlich erzeugt es eine Vision dessen, was man sich wünscht. Aber es sind Visionen der Feen, Trugbilder. Hat dich denn niemand gewarnt? Tut mir leid, ich wollte nicht schreien. Bist du etwa ein Flachländer? Kein Zwerg, der in den Bergen groß wurde, wäre verrückt genug, ein Feenblatt zu essen. Nun, geschehen ist geschehen. Wenn du den Touristen spielen und Feenvisionen hinterherjagen willst, nur zu. Also, Zwerge, die Gesichter aus Stein hauen, ja? Klingt ganz nach der alten Golem-Fabrik. Die ist heutzutage aber eigentlich verlassen. Seit wir Mechs herstellen können, braucht niemand mehr Golems. Folge dieser Straße nach Osten und du kommst direkt an der Fabrik vorbei. Aber sei vorsichtig, ich habe gehört, dass es in letzter Zeit große Probleme mit defekten Golems gab. Okay, nach Osten also. Dann wollen wir da doch mal hinhoppeln. Sieht so cute aus, einfach nur der Zwerg auf dem Kaninchen. Das passt einfach nur so hammermäßig. Ich glaube, ich will nie wieder ein anderes Mount reiten. Das Kaninchen schlägt sogar die Pferde hier. Hier oben ist noch eine Quest. Kommen wir da hoch? Ja, kommen wir. Sehr schön. Ach so, die Priesterin. Aha. Du kannst mit einem Jenseitsstein immer an einen bereits von dir besuchten Ort zurückkehren. Neue Orte werden automatisch in deinem Buch der Teleportation aufgezeichnet, wenn du einen neuen Gedächtnisband zum ersten Mal erreichst. Du kannst auch eigene Orte wie die Feuerstelle in deinem Haus in deinem Buch der Teleportation vermerken. Dazu brauchst du nur Merktinte. Dann kannst du jederzeit mit einem Jenseitsstein dorthin zurückkehren. Könntest du mir etwas Merktinte bringen? Ein Krämer sollte welche haben. Es gibt so viele neue Abenteurer, die Bücher der Teleportation brauchen, dass ich gar nicht hinterherkomme. Okay, also unsere tägliche Aufgabe ist es, Merktinte zu besorgen. Ich muss mal schauen, ob ich das im Off mache oder ob ich das mit euch mache. Was ist das hier? Unbekannter Grasstiel. Was passiert, wenn ich ihn untersuche? Nach wilden Feldfrüchten suchen, okay. Schwarzer Pfeffersamen bekommen, okay. Komm hier, das nutzen wir direkt nochmal. Wer weiß, was wir da noch so alles finden. Was haben wir jetzt? Schwarzer Pfeffersamen. So. Kann das eigentlich sein, dass man Leute auf die Freundschaftsliste adden kann, ohne dass der andere sie adden muss? Weil ich irgendwie permanent immer angeschrieben werde, wenn ich online bin. Wie kann man das denn sonst sehen? Also ich bin prinzipiell rein nur für Aufnahmen in ArcheAge Online, von daher schreibe ich auch nichts zurück, weil ich in Aufnahmen natürlich nicht schreibe. Willkommen in der Golem-Fabrik, Fremdling. Was führt dich her? Ich suche nach riesigen Steingesichtern, die hierher gebracht wurden. Existieren noch einige davon? Ha, sieh dich nur um. Diese Berge sind voll von versteinerten Kolossen. Aber wenn du nach den Überresten der Kolosse suchst, aus denen Golemstein geschürft wurde, findest du vielleicht dort drüben auf der anderen Straßenseite noch welche. Sieh dich nur um. Gut. Da hinten? Ich schnapp mir mal meinen Mount. Nee, also nicht wundern, ich werde euch in ArcheAge nicht zurückschreiben, solange wie das Let's Play läuft, weil ich in der Zeit wirklich rein komplett nur für Aufnahmen online bin. Für private Spielen habe ich nicht die Zeit und ich will ja auch nichts vorwegnehmen. Deswegen, ich werde auch das, glaube ich, mit der Merktinte nicht
einfach so machen. Das... Aua! Ich will euch ja gerne überall dabei haben. Wie komme ich denn da hoch? Ist es da hinten? Muss ich da von oben vom Dorf runterhüpfen oder wie? So. Nee, und ich wollte nämlich mal nachhören, ob man einfach Leute auf die Freundesliste adden kann und die dann online sieht, ohne dass der andere was bestätigen muss. Weil mir es jetzt schon ein paar Mal von unterschiedlichen Leuten vorgekommen ist, dass ich aus dem Ladescreen raus war und instant eine Nachricht hatte. Das jetzt nicht, aber ich immer so überrumpelt wurde. Also es ist jetzt schon ein paar Mal passiert. Deswegen würde mich das mal interessieren. So. Wo muss ich denn? Da muss ich irgendwie hin. Nicht wieder runterhüpfen. Steingesicht. Oder muss ich das von unten machen? Ich weiß es nicht. Sprich mit dem Steingesicht. Was ist das denn für ein Steingesicht? Ich sehe da gar kein Steingesicht drin. Doch, warte mal, ich kann das anscheinend doch hier unten annehmen. Ja, Tatsache. F. Sei gegrüßt. Kommst du, um meinen letzten Stein zu schürfen? Er lebt noch, aber wie ist das nur möglich? Entschuldige, ich wollte dich nicht erschrecken. Komm, unterhalten wir uns etwas. Wie seltsam, wieder einen Zwerg zu sehen. Es sind viele Jahre vergangen, seit mich deine Brüder hierher brachten und mich zerteilten, um aus mir ihre Golems herzustellen. War das nicht schmerzhaft? Wie kannst du nur so gelassen reden? Durch die Kraft des Friedens, kleine Person. Wenn die Meinen sich zur Ruhe setzen, werden wir eins mit der Erde. Wir vergehen mit der Zeit. Was aus unseren Körpern wird, interessiert uns nicht. Doch ich bin neugierig. Was führt dich hierher? Warum wünschst du, mit jemandem wie mir zu sprechen? Ich habe ein Feenblatt gegessen und sah in meiner Vision, wie jemand von deinem Volk hierher transportiert wurde. Ich weiß nicht, was das bedeutet oder welchen Bezug es zu meiner Suche hat. Hast du mich vielleicht schon einmal gesehen? Oder erinnerst du dich an einen Zwerg namens Mikaelinga? Es tut mir leid. Ein Großteil meiner Erinnerungen ist entweder verfallen oder wurde von den Meißeln deiner Artgenossen abgetragen. Wenn du Kolossfragmente von den zusammengebrochenen Golems sammelst, dann erinnere ich mich vielleicht. Dann wissen wir, was wir jetzt zu tun haben. Kolossfragmente. Geht das auch vom Mount aus? Nee, aber ich steige automatisch ab. So. Zack. Jetzt hier jedes Mal aufzusteigen, ist, glaube ich, Blödsinn. Also jetzt nicht, bitte nicht denken, dass ich jetzt irgendwie sauer bin oder sowas. Mich hat es nur einfach mal interessiert, weil ich so mit dem Social System nicht so recht vertraut bin in ArcheAge. Weil ich das einfach, damals, als ich das gespielt habe, ich das nur mit Leuten gespielt habe, die mich eben auch wirklich kennen. Und damals haben wir noch keine... Oder doch, Fabi hat davon aber Videos gemacht. Ich glaube, ich war tatsächlich auch mal irgendwann in einem Video drin, aber wir sind halt nie angeschrieben worden. Deswegen habe ich keinen Plan, wie das funktioniert. Hey! Sir Hoppington! Mr. Hoppel, Herr Hoppel, hat ein Level abbekommen, aber ich weiß halt nicht mehr, wie ich mir das anzeigen lassen kann. Hier! Level 6 schon? Was zur Hölle? Wie hat denn der so viele Level-Ups bekommen? Was? Aus der Sichtweite. Ich sehe den doch. So ein Quark. Haranya und Pirates are hier. Sind Piraten hier irgendwie so eine dritte Fraktion, die losgelöst von Haranya und Nuya Allianz ist? Oder wie muss ich das verstehen? Weil es gibt ja keine Rasse namens Pirat. Das wäre cool, wenn ihr mir da helfen könntet. Und auf die Sprünge helft. Herr Simon! So, wenn der jetzt umgehauen ist, dann sammle ich das hier erstmal ein, bevor wieder hier neue Gegner nachspawnen. So. Die Region Halikona. Nein, Halkiona hat nun den Status Konflikt, ja. Anscheinend geht's da gerade rund. Ja, ich würde sagen, wir bringen gerade mal noch die Fragmente wieder zum Steingesicht. Und schauen wir, ob er sich nun an irgendwas erinnert.
So. Ah, du bringst mir die Splitter. Es ist schon lange her, dass ich so viel gesprochen oder nachgedacht habe. Ich spüre bereits, wie ich entschwinde, aber ich gebe mein Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Ja, der Stein erinnert sich. Ich stand einst stolz in der Schlucht des Riesen, bevor mich deine Brüder mitnahmen. Die Schlucht des Riesen? Was soll das sein? Es ist die Heimat meines Volkes, wo wir in gesegnetem Wasser baden. Der, den du suchst, würde häufig dorthin gehen. Der Zwerg hinterließ seine Worte beim Dunstwächter, dem Ältesten von uns allen. Es waren traurige Worte, in Stein gemeißelt. Und der Dunstwächter erklärte sich einverstanden, sie zu hüten. Vielen Dank, aber wo ist diese Schlucht und wer ist der Dunstwächter? Hallo? Verdammt, er ist wieder versteinert. Dann werde ich wohl jemand anderen nach der Richtung fragen müssen. Ein Blatt, das dir zeigen kann, was du suchst? Das hörte sich zuerst nach unglaublich mächtiger Magie an. Wenn es dir nur den genauen Ort von Jengas Labor gezeigt hätte. Stattdessen zeigte es dir einen Stein, nicht den Stein am Eingang zum Labor. Nein, ein Steinkopf, der es zu wenig mehr brachte als ein Haufen neuer Fragen. Der Kopf wusste, dass Jenga gerne den Koloss an einem Wasserfall aufsuchte. Doch sein Bewusstsein schwand, bevor er mehr preisgeben konnte. Das, was du bisher gefunden hast, lässt dich meinen, dass du wenig mehr als ein Schaf bist. Das ohne Verstand von Schäfer zu Schäfer weitergereicht wird. Dennoch bist du besser dran als der geköpfte Felsen oder gar Michaelas betrügerischer Vater. Was den Mann dazu brachte, einen so berühmten Erfinder zu spielen, ist ein Rätsel. Und leider nicht das Rätsel, nach dessen Lösung du suchen musst. Aber ich denke, dass wir da eigentlich relativ fix an neue Informationen kommen werden. Ach Gott, das Häschen, das ist einfach nur so süß. Ist es nicht knuffig? Ich sitze mal ab. Fürs Absteigen vom Begleiter gibt es keine extra Taste, oder? Wenn doch, dann kenne ich die zumindest nicht. Nein, ich will ihn nicht wegschieben. Ich will mich neben die stellen. So, so ist knuffig. Also ihr Lieben, ich würde mich für heute von euch verabschieden. Bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei sein würdet. Ach Gott, guck mal da oben, die Brieftaube, die an der Mütze hängt. Ist ja auch super, super knuffig. Und ja, dann würde ich sagen, ich würde jetzt weiter sagen Herr Hoppel, anstatt Sir Hopping. Hobbington? Hobbington? Hobbington. Herr Hoppel? Sir Hobbington? Was findet ihr denn besser? Wie soll ich den Kleinen nennen? Ich würde ihn vielleicht einfach nur Hoppel nennen. Das geht am schnellsten. Ja, und dann wollen wir doch mal schauen, ob Hoppel und ich morgen eine interessante Spur finden, der uns zum Dunstwächter, oder die uns zum Dunstwächter bringen könnte. Also dann, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!